Joachimsthal liegt im Biosphärenreservat Schorfheide-Korin zwischen dem Werbelin und dem Grimnitzsee und ist gut zu erreichen über die Autobahn und die B198. Mit der Bahn kann man am Kaiserbahnhof ankommen. Heute ist der Teil des Bahnhofs, in dem der Kaiser auf den Zug wartete, restauriert und offenbart eine einmalige Nachnutzung. Es ist der erste Hörspielbahnhof Deutschlands. In der Sommersaison werden in unterschiedlichen Programmen Hörspiele aufgeführt und erfreuen sich wachsender Beliebtheit. 2008 wurde der erste Hörspielbahnhof ausgezeichnet im Wettbewerb Deutschland – Land der Ideen. In Joachimsthal angekommen, findet man den üblichen Aufbau einer Stadt vor. Am Rathausplatz befindet sich neben dem Rathaus die Kreuzkirche im Schinkelstil. Und im Rathaushof ist ein Skulpturengarten entstanden, der Bestandteil des Kunst- und Kulturpfades Geopark ist. Einer der Anlaufpunkte in Joachimsthal, die sich mit der Entwicklung seit der Eiszeit befassen, ist die Schorfheide-Info in der Töpferstraße. Hier gibt es alle Informationen zum Biosphärenreservat Schorfheide-Korin und zum Geopark Eiszeitland am Oderrand, sowie Rad- und Wanderkarten für Ausflüge in die Region. Mit Ausstellungen und Vorträgen verstärkt das engagierte Team das Interesse an Flora und Fauna dieser Landschaft. Einen Überblick über die eiszeitlich geprägte Landschaft kann man sich am Biorama-Aussichtspunkt verschaffen. Hier genießt man einen faszinierenden Blick, insbesondere auf den Grimnitzsee. Darüber hinaus ist das Biorama-Projekt Anziehungspunkt für Kunst- und Kulturschaffende aus aller Welt. Joachimsthal ist ein Kreuzungspunkt vieler ausgewiesener Rad- und Wanderwege, zum Beispiel der Strecke Berlin-Usedom. Über 500 Kilometer führen unter anderem in die verschiedenen Gemeinden, die zum Amt Joachimsthal-Schorfheide gehören und mit ganz eigenen Schönheiten aufzuwarten wissen. In Glambeck handelt es sich dabei um die Welsekirche, errichtet aus Fachwerk und Lehm, die restauriert mit einer Klavierkonzertreihe glänzt. Gleichzeitig ist sie eine der Fahrradkirchen in Deutschland und nicht zuletzt auch deshalb 2007 ausgezeichnet worden im Wettbewerb Deutschland – Land der Ideen. Der Natur ganz nahe kommt man in Althüttendorf, wo ein Naturbeobachtungspunkt eingerichtet wurde. Tierarten, die am See heimisch sind, werden auf Schautafeln erklärt. Vom erhöhten Aussichtspunkt aus kann man die Vielfalt der Entenarten bewundern. Im nahegelegenen Neugrimnitz kann man einen Blick auf das werfen, was in früher Zeit zum Markenzeichen der Region geworden war. 1575 begann hier die Glasproduktion und Zeugnisse davon findet man in der kleinen, aber feinen Grimnitzer Glasstube. Der Kreis um Joachimsthal schließt sich schließlich am Werbelinsee, der Joachimsthal auf der anderen Seite begrenzt. Die Reederei Wiedenhöft bietet hier ihre Rundfahrten über den See an. Joachimsthal in der Nähe von Berlin bietet eine Vielfalt, die den ein oder anderen Aufenthalt mehr als rechtfertigt.